Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Nachdem wir jetzt die ganzen Challenges erstmal so beendet haben, die wir so freigeschalten hatten, können wir endlich mal wieder einen normalen Run machen. Und mit Isaac haben wir noch gar nichts. Ach gut, spielen wir Isaac wieder in Hard natürlich. Und unser Winspec ist sogar 1. Nice one. Allerdings muss ich mich mal kurz anders hinsetzen, weil ich so eine komische Goa-Hose anhab. Und irgendwie nervt das mit dem Controller. So, Moment. Ja, schön, endlich mal wieder ein normaler One ohne Challenge. Ah Mann, das ist ja alles doof hier. Egal. Ich werde mich wahrscheinlich ein paar Mal verdrücken, aber macht nichts. Hallo Gegner. Da ist gleich der Boss. Was ist denn hier los? Ich frage mich auch, wie wir den Würfel für Isaac bekommen. Bei dem alten Isaac war das ja, glaube ich, so, dass man eine Challenge dafür machen musste. Kann hier auch so sein, oder? Das kann wirklich so sein. Die haben wir nur noch nicht freigeschaltet wahrscheinlich. Ja, was wollen wir erreichen? Wir wollen einfach zu Isaac kommen, würde ich sagen. Obwohl, mit Isaac haben wir noch gar nichts geschafft. Wir können auch zum Teufel gehen, wenn wir wollen. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wir müssen auf jeden Fall Teufel besiegen. Und den Isaac-Pfad könnten wir aber wirklich mal einschlagen, wenn wir wollen. Denn da waren wir ja wirklich noch nie in der Kathedrale. Ich weiß gar nicht, wie sie hier aussieht in diesem Spiel. Ey. Boah. Schubsen die mich einfach weg mit ihren blöden Fürzen. Aber wenigstens machen die keinen Schaden. Gut. Boah, ich habe jetzt voll lange kein Isaac mehr gespielt. Bestimmt seit einer Woche nicht mehr. Und ich bin gerade fasziniert darüber, wie man diese 60 FPS sieht. Das ist echt geil. Wieso kriegen wir nichts? Hier ist aber kein blauer Stein. Das ist ja auch nicht so toll. Wir hätten eigentlich gleich zum Boss gehen können. Darin Junior. Na gut. Yo, sei halt noch länger. Läuft bei dir. Wie viele sind das? Sag's noch 10. 2, 4, 6, 8. 8? Habe ich mich. 2, 4. Oh Gott, beweg dich mal nicht. Bleib mal bitte stehen. Oh, jetzt ist er kaputt gegangen. 2, 4. Ja, waren 8 Stück. Krass. Larry Junior mit 8 Gliedmaßen. Nicht schlecht. Larry, nicht schlecht. Bist ja ganz schön groß geworden für dein Alter. Wirklich nicht schlecht. Bringt dir aber leider auch nichts. Bist leider genauso schwach wie auch sonst. Sehr schön. Was ist das denn? Magic Scab. Papier und Lack ab. Jetzt haben wir ein rotes Pflaster an unserem Kinn kleben. Okay. War das quasi nur ein HP ab? Scheinbar. Okay. HP hat und Lack ab. Wow. Warum war die eben so schnell? Ah, und da kann anscheinend nur ein so ein Ding spawnen lassen. Und ein Schlüssel. Oh, wir werden wieder goldene Räume haben. Das bin ich auch nicht mehr gewohnt. Bei den Challenges gab es ja immer keine goldenen Räume, aber jetzt gibt es die ja wieder. Das ist ja richtig nice. Da freue ich mich. Wo bist du, goldener Raum? Da, hi. Hi, hab dich vermisst. Ist der eine dran gestorben? Lol, okay. Und hallo. Was ist das? Eine brennende Bombe? Burning Blasts. Yo! Wir brennen einfach, wir sind einfach so ein Hellboy. Voll cool. Dankeschön. Nee, Spinn, ihr könnt weg. Ich will dich nicht. Und da wir jetzt so viele Bomben haben, könnten wir auf jeden Fall mal einen Geheimraum suchen, der wohl da sein wird. Jo, ach so, die hatten wir doch schon mal. Die brennen nach. Ja, stimmt. Hä? Wo ist denn dann der Geheimraum? Eventuell hier oben, hier. Oder? Hä? Gut, ich bin verwirrt. Ich bin ziemlich verwirrt. Ach so, warte, der kann ja noch hier drüben sein. Hier. Oh Mann. Da verschwenden wir ja schön unsere ganzen Bomben. Die Bombe war auch noch schlecht gesetzt, aber da ist auch nicht. Hä? Hä? Und da unten links kann auch nicht. Dann ist er am Shop dran, oder wie? Ich bin verwirrt. Dann muss er quasi da sein. Oder da oben. Wir haben gleich keine Bomben mehr. Oh. Bitte sei da. What the fuck? Oh, er hätte noch hier unten sein können. Okay. Entweder werden richtig viel Pech mit dem Geheimraum oder
Wir sind einfach, keine Ahnung, haben einfach Pech, dass wir hier nichts haben. Es gibt gar keinen Geheimraum. Der Geheimraum ist eine Lüge. Hallo? Na, wir haben so viele Leben. Echt schlimm, so viele Leben zu haben. Au. Ihr explodiertet nicht, oder? Ihr seid einfach nur große Fliegen. Okay. Das ist schön. Einfach nur zu fett gewordene Fliegen. Da müssen wir nicht ran. Oh, hätten wir eine Bombe, dann hätten wir eine Bombe für zwei Bomben machen können. Aber haben wir nicht. Aber bestimmt finden wir noch eine Bombe. Wenn nicht, dann bin ich traurig, Spiel. Haha. Da gehen wir später rein, wenn wir weniger Leben haben. Wenn wir nur noch rote Leben haben, dann wäre das, glaube ich, praktischer. Weil man die ja wieder... Wow, explodiert halt einfach. Weil man die halt besser aufladen kann. Oh, ein netter Raum. Ich will da rein. Geht alle in die Ecke. Alle in die Ecke mit euch. Ich treibe sie zusammen. Ich bin euer Hirte. So, du auch. Du kannst mir nicht entkommen. Hab keine Angst vor mir. Mein Kopf brennt zwar und mir geht's gut, aber trotzdem. Muss keine Angst vor mir haben. Und das haben wir hier. Okay, wir öffnen erstmal die Truhe, weil sich das ja andauernd... Genau, verwandelt. Ich habe keine Ahnung, was jetzt gemacht worden ist. Okay. Kein Plan. Es hat sich anscheinend alles... Alles gerewollt in der Ebene. Der Schlüssel da unten war eben noch ein halbes Herz. Ja, ja, das habe ich mir gemerkt. Und wir haben eine Bombe. Mit der Bombe könnten wir... Hä? Ah, zwei Bomben holen da unten. Gut, dass mir das noch eingefallen ist, sonst hätte ich sie ja gleich für den blauen Stein da oben links eingesetzt. Wow. Aber wenn wir daraus sogar zwei machen können, dann machen wir das natürlich. Ist er denn? Oh, hätte der da nicht explodieren können? Okay, jetzt haben wir sowieso zwei Bomben. Aber wir müssen eh noch da unten hin, aber wir machen hier erstmal weg. Kann ja auch sein, dass da unten jetzt gar keine zwei Bomben mehr sind. Warte, das schauen wir mal kurz nach. Oh, sind wir langsam. Slow Motion. Oh, Pentagramm. Erstmal ein Damage ab umsonst bekommen. Nice one. Yo! Unser Kopf brennt einfach und wir haben solche Hörner. Alter, wir sind einfach richtig der Teufel. Und Mams Fußnagel, den wollen wir natürlich nicht. Der ist nämlich blöd. Achso, aber war gut. Hier, waren trotzdem noch zwei. Hat sich nicht rewollt. Das ist schön. Haben wir zwei Bomben. Wollen wir hier... Ne, warte, hier ist das ja gar nicht. Hier hätte ich gucken müssen, ob Geheimraum ist. Aber das lassen wir einfach mal. Wir haben leider noch keinen Schlüssel. Ich hätte gerne noch einen Schlüssel. Irgendwie. Aber immerhin haben wir schon ein Pentagramm. Das sollte eigentlich auch schon reichen. So ein Pentagramm ist natürlich geil. Wir sind der Teufel und wollen Isaac holen. Denn in Wirklichkeit sind wir das Innere von Isaac. Und im Inneren ist ein Teufel. Ja. Wir müssen. Und den Isaac, den wir besiegen, ist einfach der gute Isaac. Und wir als Teufel müssen den guten Isaac besiegen, damit nur noch das Böse regiert. Hahaha. Ob das gelingen wird, seht ihr in der nächsten Folge. Nicht. Wir gehen erstmal zum Boss. Monstro. Hi, Monstro. Hallo. Wir haben kein Space-Item und keine Schlüssel. Gibst du uns vielleicht einen Schlüssel? Au. Okay, hüpf. Danke. Wäre echt schade, wenn wir keine Schlüssel mehr finden würden. Aber da liegt ja noch ein Schlüssel. Den haben wir ja rewalled. Dank dem einen Raum. Den würden wir uns auf jeden Fall noch holen, wenn Monstro uns jetzt keine Schlüssel gibt. Vielleicht gibt er uns ja die Kiste. Nein. Aber ein Lebensab. Und einen Teufelsraum mit zwei Katzen-Items. Oh Gott. Also, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Gabis Head ist nämlich super dull. Dann hätten wir hier noch Angsttränen und das neue Lebens-Item. Ach Gott, das neue Lebens-Item. Das neue Lebens-Item nehmen wir nicht mit. Das lassen wir da, sonst verlieren wir wieder. Ja, yeah, yeah. Man muss wissen, wann es genug ist. Ich hole mir jetzt aber auf jeden Fall noch den Schlüssel und dann
Müssen wir mal gucken, wo wir hin wollen. So. Ist jetzt die Frage, gehen wir in den Shop? Ne, bringt eigentlich nichts. Wir gehen hier rein und kriegen ein Auge. Augen sind eigentlich immer gut. The Inner Eye. Triple Shot. Nice. Dadurch ist unser Schaden einfach dreifach so hoch. Und bitte sei da der Geheimraum. Nice. Okay, drei Münzen. Nicht so toll, aber drei Münzen sind... Na, drei Münzen sind immer toll. Entschuldigung, was habe ich da eben gesagt? Drei Münzen sind das Beste. So. Aber einfach ein Triple Shot und Pentagramm. Das wird ein guter One. Ich glaube, das wird ein guter One. Unser Schaden hat sich dadurch einfach verdreifacht. Eigentlich sollten die dann schnell sterben. Allerdings sind unsere Tränen noch nicht rot. Aber schon recht groß und Triple Shot. So, du gibst uns bitte Herzen. Genau, danke schön. Und dazu haben wir halt noch die Fliegen. Oh, das ist... Das wird so gut. Das wird gut, das wird gut, das wird gut. Aber vor Mams Heart habe ich jetzt schon Angst. Weil Mams Heart ja einfach richtig extrem ist. In diesem neuen Isaac. Viel schwerer als beim alten. Ist echt krass. Aber auch machbar. So, da liegt ein Herz. Das heißt, wir können auf jeden Fall mal in den Stachelraum hier rein. In den Sündenraum der Sünden. Oh, nett. Die sprengen sogar die Kiste für uns auf. Und da ist noch ein Damage-Up drin. Jo, wie hoch ist denn jetzt unser Damage? 5 schon. Und die sind immer noch nicht rot? Was ist denn da los? Die sind wahrscheinlich schon rot, nur sehen wir es nicht. Stellt es euch vor, dass sie rot sind. Oh Gott. Okay, deren Reichweite ist irgendwie nicht so hoch. Aber wir töten sie mit einem Schuss. Das ist schön. Oh, wir sind richtig stark. Jetzt schon. Was sind das für OP-Ones? Oh, warte. Ich sollte vielleicht mal gucken hier. 7xde80tt. Aha. Ist der Seed. Töten wir die echt mit einem Schuss? Nee. Aber fast. Aua. Okay, die nicht. Die haben irgendwie richtig viele Leben. Shop, wir haben eh keine Schlüssel. Das ist schade. Und irgendwie muss ich die ganze Zeit schneuzen. Das tut mir leid. Au, oh fuck. Geht weg. Wehe, ich sterb jetzt. Ich bin viel zu stark. Haut ab. Nein, weichet von mir. Alter, der ist so schnell. Gut, dass wir so viel Schaden machen. Oh weia. Gut, gehen wir zum Boss. Welcher Chop ist? Hi Chop! Hallo! Hallo! Oh, der hat eine Pille fallen gelassen. Oh, machen wir viel Schaden. Nein, Tier ist down. Okay, das ist sehr schlecht. Das ist richtig schlecht. Nein, geh weg. Wenigstens kein Speeddown, dann würden wir ja wirklich in Slow Motion rumlaufen. Aber Schaden machen wir trotzdem ganz viel, also passt das. Hallo? Und da kriegen wir wieder ein Speed-Up. Ne, das schafft ihr ab. Ach ne, das ist nur, dass die schneller fliegen. War ja gut. The Chariot ist auch eine schöne Karte. Macht einen zum Einhorn. Und inzwischen haben die das ja sogar gepixt, dass da auch diese schöne Musik kommt. Zwar nicht so geil wie im alten Isaac, aber immer noch geil. Immer noch geil. Wir haben leider keinen Schlüssel. Gib mir doch einen Schlüssel, bitte. Feuer, please. In dir muss ein Schlüssel sein. Naja, immerhin zwei Münzen. Wir brauchen mindestens zwei Schlüssel. Drei Schlüssel wären noch besser. Dann könnten wir nämlich noch in den Shop reingucken. Oh, er konnte nicht mal sein Geräusch machen. Oh, ich töte ihn viel zu schnell. Alle tot? Ne, da ist noch was. Da ist noch ein Scheißhaufen. Und, hast du mir einen Schlüssel da gelassen? Bitte, 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 gar nichts? Ich bekomme einfach gar nichts. Ich habe Scheiße getötet und bekomme gar nichts dafür. Genau. Nein. Ist ja okay. Ist ja okay. Spiel ist okay. Ist okay. Ich verliere einfach in diesem Raum. Gehst du bitte auf? Danke. Du auch? Danke. Wie, du bist nicht tot? Nee, also. Der cheatet doch. Der hat doch an. Oh oh. Okay, haben die was fallen gelassen? Man weiß es nicht.
Nee, haben sie nicht. Aber da oben ist ein Challenge-Raum, in den wir, glaube ich, nicht rein können. Nee, so oder so nicht. Oh Gott. Bitte lässt mich gehen und gib mir bitte ein paar Schlüssel. Oh nee. Wir setzen einfach mal das Ding ein, sonst verliere ich hier wieder Leben. Ja, wir haben leider keinen Schlüssel. Das ist echt doof. Dann müssen wir theoretisch den Geheimraum finden. Der... Kann der hier sein? Ich habe keine Ahnung. Oder ist da der Pilz vor, dass das gerade da ist? Bin ich gerade ein bisschen überfragt, um ehrlich zu sein. Kann er da sein? Der kann hier tatsächlich sein, oh Gott. Gut, bitte sei da. Bitte sei da. Dankeschön. Und? Immerhin drei Bomben. Drei ganze Bomben. Und der Clan der... Weißlinge. Ja, das ist der Clan der Weißlinge. Wer ihn nicht kennt, das sind sie. Und da unten ist noch ein Herz, das holen wir uns auf jeden Fall noch. Wenn wir dann da rankommen. Ah, da kommen wir tatsächlich rein. Sehr schön. Sehr schön. Und dann bleibt uns leider nichts anderes übrig, als in die nächste Ebene zu gehen, da wir keinen Schlüssel bekommen haben. Nee. Keinen einzigen Schlüssel. Können weder in den goldenen Raum, noch in den Shop, noch die goldene Truhe öffnen. Das ist alles schade. Und wir haben unsere Hörner verloren. Nein, wir sind kein echter Teufel mehr. Jetzt sind wir nur noch eine billige Kopie. Oh nein, Curse of the Maze? Ernsthaft? Ich hasse Curse of the Maze, das verwirrt einen immer voll. Aber immerhin haben wir unsere Fliegen, die ganz viel Schaden machen. Oh, weia. Aber leider auch nur noch zwei Leben. War aber gut, dass wir nicht das neue Lebensitem eingesammelt haben bisher, weil wir wären jetzt wahrscheinlich schon drei, vier Mal gestorben. Wäre nicht ganz so geil gewesen. Aber immerhin machen wir ganz viel Schaden. Das ist schön. Geh auf. Geh doch bitte auf. Dann halt nicht. Jo, dräng mich in die Ecke. Tschüss. Da ist schon wieder ein goldener Raum, aber wir kommen nicht rein. Wir brauchen Schlüssel. Spiel, gib uns Schlüssel. Please. Spiel, please. Ich brauche Schlüssel. Schlüssel. Wieso gibt es uns das Spiel keine Schlüssel? Blödes Spiel. Oh, ich will nicht sterben. Ich habe coole Items. Lass mich. Ich hätte aber gern einen Schlüssel. Okay. Wieder kein Schlüssel. Wir kriegen einfach keine Schlüssel. Was ist das? Ohne Schlüssel kein Sieg. Wir brauchen unbedingt Schlüssel. Wenn ich ganz auf Schlüssel sage, kommen sie vielleicht irgendwann. Los, Fliege, töte ihn. Krass, die Fliege. Ich brauche nur eine Fliege, um den zu töten. Nein. Wenn die uns noch einmal treffen, sind wir tot. Oh Gott. Bitte nicht treffen und bitte ein Leben da lassen oder einen Schlüssel. Eins von beiden. Gar nichts, die lassen einfach gar nichts da. Oh Gott. Sterb, sterb. Bitte gib mir ein Herz. Wieso nicht? Hilfe. Ich will hier nicht mehr sein. Was ist das hier? Ja, so weit kommst du doch, dass ich einfach zum Boss gehe. Mit nur einem Herz. Gut. Hallo. Bitte nicht treffen. Bitte nicht treffen. Bitte einfach sterben und Herzen dalassen. Hoffentlich zieht er kein Leben ab, wenn er uns trifft. Nein, 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 nein. Herzen, Herzen. Bitte das Herzen da. Herzen, Herzen. Wieso keine Herzen? Aber Evil ab. Okay, danke. Und Shotspeed ab. Die fliegen jetzt richtig schnell. Nice. Haben wir mal zwei Herzen? Oh, 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 oh. Ich hätte gerne einen Schlüssel. Immer noch. Warte, haben wir jetzt hier alles? Nee. Wir können in die Arcade. Oh, wieso habe ich die davor nicht gesehen? Ich depp. Dann gehen wir auf jeden Fall in die Arcade rein. Irgendwie hat Curse of the Maze noch gar nichts gemacht hier. Was soll's? Wir spielen bis dann und hoffen auf Herzen. Ein paar Herzen wären schön. Bitte gib uns Herzen, lieber Bettler. Sonst habe ich gleich kein Geld mehr. Okay. Herzen und Schlüssel. Bitte. Ich bitte dich, Bettler.
Die will ich ehrlich gesagt nicht einsetzen. Schlüssel! Immerhin. Immerhin zwei Schlüssel. Und jetzt noch ein paar Herzen. Komm schon, kleiner Bettler. Oh, ihr seid doch blöd. Ja, super. Jetzt sehen wir nicht mehr, wo wir... Oh mein Gott. Gut, wir springen den in die Luft und hoffen auf Herzen. Danke. So. Haben wir immerhin einen Schlüssel... Wow. Okay, geh nicht so ab, ja? Geh bitte nicht so ab. Fliegen tötet es. Dankeschön. Okay. Okay, wir müssen in den goldenen Raum und in den Shop. Nee, in den Shop nicht, wir haben gar kein Geld. Aber in den goldenen Raum, wo war der? Nein, jetzt haben wir dieses Curse of the Maze und Amnesia. Ach, hier waren wir eben auch schon. Ah! Gut, wo war der? Da. Hallo, goldener Raum. Sad Onion, ist das die Sad Onion? Das wäre richtig nice. Ne, Dead Onion. Toxic. Yo! Die Dead Onion, nicht die Sad Onion. Okay. Nicht schlecht. Ich hoffe, wir kommen jetzt einfach nochmal zum Boss. Ohne Curse of the Maze zu bekommen. Wir haben schon Curse of the Maze. Hä? Hä? Hör auf, Curse of the Maze. Ich hasse dich. Amnesia und Curse of the Maze ist halt richtig schlimm. Wir werden jetzt noch geportet. Bis jetzt sind wir, glaube ich, richtig. Hier rechts ist der Boss. Oh, danke. Dankeschön. So. Puh, okay, wir haben drei Herzen und die Dead Onion, die wohl irgendwie Toxic Tears macht. Jo, das kann gut werden. Gucken wir mal. Boah, die geht einfach durch. Das sind auch diese Fierce Shots oder was? Oh nein. Der hat ein ganzes Leben abgezogen. Echt jetzt? Krass, okay. Okay. Dann haben wir wieder nur zwei Herzen. Ich fühle mich nicht so ganz sicher, wenn ich ehrlich bin. Aber wir haben Toxic Tears, die auch noch überall durchgehen. Und die auch noch richtig schnell fliegen, dank unserem... Dank ein paar Upgrades. Hey. Fliegen die auch da durch? Die fliegen überall durch. Überall. Okay, wie geil ist das denn bitte? Wie geil ist das denn bitte? Krass. Okay, ich will nicht mehr sterben. Jetzt erst recht nicht mehr. So, bitte gib mir aber ein Herz. Ich bräuchte ein paar. Ein Seelenherz. Gut, das merken wir uns. Hoffentlich. Hoffentlich merken wir uns das. Ein Schlüssel, okay. Hä, jetzt haben wir quasi Spectral Tears und diese Vier-Shot-Tears-Dinger. Das ist ja auch krass. Aber irgendwie sind die gar nicht so toxisch. Ah, toxisch in diesem Sinne, dass sie halt überall durchgehen oder was? Das kann sein. Was haben wir hier? Nein. Oh, Tiny Planet. Tiny Planet. Aber wir haben so... Wie synergiert das? Ich habe keine Ahnung. Ich kann mir meinen ganzen Run damit kaputt machen. Tiny Planet macht halt, dass die Tränen um einen rum so fliegen. Ah, die hatten wir in dieser einen Challenge. Ich nehme ihn lieber nicht mit. Ich habe Angst, dass dadurch mein Damage einfach minimal wird. Das wäre nicht ganz so geil. Ein Schlüssel. Haben wir schon den goldenen Raum? Nein, dann... Oh Gott. Na toll. Na toll. Okay, ich öffne dich doch. Und in dir ist immerhin ein Herz drin. Und ein neuer Schlüssel. Hat sich also auf jeden Fall gelohnt. Ich hasse euch. Fliege, töte es. Danke. Oh Gott, euch hasse ich auch. Was haben wir hier? Gut, wir haben aber kein Geld. Wir haben schon 107 gespendet. Krass. Karas, vielleicht finden wir noch ein bisschen Geld. Hilfe. The Gate, hi. Du warst nicht so stark, oder? Okay, du hast uns getroffen. Herzlichen Glückwunsch. Okay, so langsam nervst du mich doch so ein bisschen. Nicht schießen. Oh. Oh, fuck. Okay, jetzt. Es langt mir. Es langt mir. Du darfst sterben. Vielen Dank. Hey, da war einer drin. Oh. Haben wir sein Zuhause kaputt gemacht. Und die sind, glaube ich, auch nicht so gut. Ach Gott, ich habe keine Ahnung. Was muss ich machen? Wir sind mit. Toothpicks. Achso, Tears und Shots. Okay, sind doch gut. Wir haben rote Tränen und schießen diese Tränen auch schneller. Das ist schön. Nehmen wir hier auf jeden Fall das Teil mit und spenden den Rest.
Einfach so, warum nicht? Haben wir wenigstens was in diesem Bann getan. Ein bisschen spenden ist immer gut. Und was wollte ich jetzt? Ach ja. Das Seelenherz nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Das ist doch schön. Und hier wäre noch ein einziger Raum mit Geld drin. Mit Geld drin. Wir können ja alles aufschließen, dank dem goldenen Schlüssel. Und deswegen machen wir das auch. Und wie viel Geld ist da drin? Sehr viel Geld. Sehr schön. Können wir gleich nochmal im Shop reingucken? Okay, unsere Tränen sind einfach OP. Wir dürfen uns nur nicht treffen lassen, dann ist das gewonnen. Wie in jedem Mann. Wenn man sich nicht treffen lässt, dann gewinnt man. Ist logisch, oder? So. Hoffentlich kein... Oh Gott. Das kann was werden. Aber wir hätten einfach durchschießen können. Oh, ich bin so blöd. Sterb, sterb. Seid ihr nicht tot? Danke. So, da könnten blaue Herzen drin sein. Deswegen sprengen wir einfach mal die beiden Dinger in die Luft. Und da ist leider gar nichts drin. Und um ehrlich zu sein, könnten wir auch mal unsere Pille wegschmeißen. Die wollen wir nämlich nicht. Okay. Schnell! Oh Gott. Hier werden wir auf jeden Fall Leben verlieren. Oder? Nicht? Okay, die bringen sich einfach selber um. Auch nicht schlecht. Oh, ich bin reingelaufen. Ich bin einfach reingelaufen, mich voll depp. Jetzt haben wir wieder nur 2 Leben. Verdammt! Wir sind richtig langsam. Wir könnten mal nach einem Geheimraum suchen. Wo könnte der sein? Der Geheimraum könnte hier sein. Nicht. Dann halt nicht. Dann ist er halt woanders. Dann ist er halt hier. Vielleicht. Gut, dann ist mir das zu blöd. Wir suchen nicht weiter. Ein paar Bomben sollte man immer behalten. Und hoffentlich schaffen wir das durch dieses lilane Feuer durch, ohne dass es uns trifft. Bitte nicht. Bitte hör auf zu schießen. Danke. Haben wir wenigstens ein Lebensupgrade mehr. Wir sind schon in der Marmebene. Necropolis 2. Hallo, ich kann euch durchschießen. Haha. Ihr seid schlecht gegen unsere Tränen. Nix könnt ihr. Du auch nicht. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, weg. Alle weg. Nee. Schon im Keim ersticken, was sie machen wollen. Nix, 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 du stirbst. So, ein paar Fliegen spawnen lassen. Da unten ist ein Shop, aber wir brauchen noch 3 Münzen, würde ich sagen. Der kann hüpfen! Okay. Okay. Und ein Spiegel. Was der wohl macht? Boomerang-Tiers. Yay, die kommen so zurück. Na ganz toll, ich weiß nicht, ob das so gut so ist. Dadurch fliegen sie halt auch weniger weit. Schauen wir mal, wie das unser Spiel beeinflussen wird. Was haben wir hier? Telepathie für Dummies und... Aha. Ne, wir nehmen Gabis Kopf mit. Das eine hätte gemacht, dass wir lilane Tränen schießen, die die Gegner verfolgen. Für einen Raum. Und das andere hätte gemacht... Ich habe schon wieder vergessen, was es war. Hä? Achso, das Bombenspawn. Anarchist Cookbook war das. So. Tears up und... Energie, okay. Ist nice. Wenn wir jetzt noch einen Schlüssel irgendwo herbekommen... So, Lavas ist auch sehr nice. Okay, dieser Raum hat uns gerettet. Jetzt fühle ich mich mehr als sicher wieder. Wir haben nur eine Bombe, das heißt, wir machen da nichts weiter. Und kein Schlüssel, okay. Okay. Wir haben schon wieder eine Schar an Fliegen. Richtig nice. Alter, wie die Dinger einfach überall lang fliegen, wenn man sich damit bewegt. Echt krass. So, wir brauchen auf jeden Fall noch mindestens ein Schlüssel.
Sterbt, sterbt, alle tot, haha, tot und verderben. Da ist ein Schlüssel gespawnt, können wir allerdings nicht aufsammeln. Okay, dieser Boomerang-Effekt ist aber eigentlich recht gut. Zu Mom gehen wir noch nicht, weil wir noch mindestens einen Schlüssel haben wollen. Für den Shop, weil wir haben recht viel Geld. Wieso also nicht einsetzen? Und was ist das hier unten rechts? Ach ja, das war dieser coole Raum. Dafür brauchen wir auch noch einen Schlüssel, weil da noch eine goldene Truhe drin ist. Komm schon, irgendwo finden wir wohl noch einen goldenen Schlüssel, einen Schlüssel. Irgendwo auf dieser Welt liegt ein Schlüssel für uns versteckt. Und da haben wir ihn auch schon entdeckt. So. Noch ein Schlüssel mehr wäre natürlich auch nicht schlecht. Wenn im Shop dann nichts Gutes drin ist, dann können wir alle spenden. Wow. Ich habe immer Angst, wenn die Tränen zurückkommen, dass das irgendwelche Gegner sind. Ja, schreckt mich da immer voll. Oh, hallo Poit. Gibst du uns eventuell den Schlüssel? Oh, dadurch können wir ihn einfach doppelt treffen, kann das sein? Und wir kriegen noch... Wir kriegen Bock auf... Hä? Zweimal? Wir haben das doch eben schon mal eingesammelt. Wieso kriegen wir das einfach nochmal? Betrug! Wieso hat jeder dieses Buch? Das Buch ist gar nichts wert! Ich sterb! Bitte! Fühlt sich cool, dass du so eine Blutspur unter dir herziehen kannst, hä? Aber so cool ist das gar nicht. Bitte blaue Herzen oder ein Schlüssel. Einfach gar nichts, okay. Tja, dann haben wir nur einen Schlüssel. Mit dem gehen wir aber auf jeden Fall in den Shop rein. Der irgendwo war. Ganz da hinten. Wir müssen hin und her laufen. Wo war denn der Shop? Shop da oben. Und was haben wir hier? Fliegenspawn. Fliegen spawnen, also. Ja, nehmen wir mit. Keine Fliegen. Hä, Damage Up war das? Jo! Ist das jetzt voll? Ist es voll. Ist das oben rechts Reichweite? Reichweite und Stärke sind voll. Glaube ich. Die fliegen ja wieder zurück, dank den Boomerangen. Weiß ich auch nicht. Dann nehmen wir noch die Pille mit. Keine Ahnung, was das ist. Paralyse, ja gut. Und spenden den Rest. Okay, nice. Ich dachte, das wäre Moms Wick. Wo dann Spin spawnen. Aber es war noch ein Damage-Up. Okay. Hallo, Mori. Ja, war also gut, dass wir nochmal zurückgegangen sind. Alter. Wir treffen sie auch einfach überall, weil wir diesen Boomerang-Effekt haben. Scheißegal, wo wir stehen. Aber mich würde jetzt echt nochmal interessieren, was passiert wäre, wenn wir den Tiny Planet aufgesammelt hätten. Ein paar Pillen. Tears down, weiß man nicht. Oh, so viele weiß ich nicht, Dinger. Das ist doch scheiße. Oh nein. Hilfe! Bombsaki. Und noch ein Teufelsraum mit dem Brimston. Wir könnten einen Triple Brimston haben damit. Aber es kostet zwei ganze Herzen. Wir machen's. Der Triple Brimston. Okay. Schauen wir mal, was wir damit schaffen. Auf jeden Fall haben wir nicht mehr viele Leben. Das ist ein bisschen schade. Und wir sind in the Womb. Okay. Wenn alles sofort stirbt, dann ist ja gut. Dann ist alles gut. Wenn wir keine Leben verlieren. Denn insgesamt... Oh nein. Insgesamt dürfen wir nur dreimal getroffen werden. Geh weg. Das wird nicht gut. Alle tot? Waren das alle? Waren nicht alle? Oder doch? Nee. Oh Gott. Oh, kommt ihr hier nicht her? Oh, könnt ihr auch nicht schießen? Nein, nein, fliegen. Bleibt bei mir. Bleib bei mir fliegen. Boah, wir müssen so lange aufladen, bis unser Brimston voll ist. Das ist irgendwie nicht gut. Nicht gut. Okay, das ist gut.
können wir wenigstens wieder ein paar Fliegen hier holen. Fliegis. Die Fliegis werden uns auch retten. Ich sag's euch. Mehr als einmal. Und den Pushpin, endlich haben wir mal irgendwas hier. So, Skullex. Gut. Okay, Triple Pumpson ist aber sehr stark. Speed und Range Up, das ist auch schön. Wir können ja eigentlich nichts mehr bekommen, aber wir haben nur zwei Leben. Das ist... keine Ahnung. Wollen wir die anderen Ebenen jetzt hier auch noch machen? Ich weiß nicht, wir könnten ja theoretisch Leben finden. Oder so. Oh Mann, das wird wieder mein Tod sein, dass ich hier zu weit gehe. Oh, ein Schlüssel. Bitte alle weggehen, dankeschön. Tschüss. Nein, ich habe nicht ganz aufgeladen. Wenn wir wenigstens ein Leben finden würden. Muss da nur ein einziges sein. Oh Gott. Was? Habt ihr gesehen? Der Brimston ist in die Richtung der Gegner gegangen. Der hat sich da so hingebogen. Haben wir das Spoon oder sowas eingesammelt? Doch, haben wir, ne? Haben wir wirklich, glaube ich. Jo, richtig OP. Okay. Kann man mitarbeiten? Wenn wir denn nicht getroffen werden. Oh Gott. Danke, Fliegen. Und da haben wir unser Leben bekommen. Jetzt können wir sogar in den Challenge-Raum. Oh, drei schwarze Kisten, echt. Gut, müssen wir aufmachen. Nochmal drei schwarze Kisten. Gut. Gabby's Tail. Eine Super-Troll-Bombe. Und nochmal zwei. Okay. Ein Gabby-Item fehlt noch, dann wären wir Gabby. Na gut, die machen wir nicht auf. Dafür haben wir kostenlos Gabby's Tail bekommen. Ist nicht ganz schlecht. Und noch eine goldene Truhe mit The Devil. Hat einen stärker gemacht, soweit ich weiß. Jo, was ist das denn für ein Assi-Raum? Gut, dass wir den Brimston haben. Sonst wäre der Raum wirklich assig. Okay. Sollte nicht so schwer werden. Einfach zwei von denen. Ist richtig, ist richtig. So, warte, den lassen wir kurz darüber. Bam, 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 bam. Gut. Unsere Fliegen sind doch richtig stark. Aber den Brimston hätten wir wirklich nicht gebraucht, um ehrlich zu sein. Gut, mehr haben wir ja nicht bekommen. Immer ein rotes Herz. Dadurch, dass wir die ganzen Räume hier noch gemacht haben. Und wir haben nur eine Bombe, das heißt, wir suchen nicht nach dem Geheimraum. Weil der an zu vielen Stellen sein könnte. Oh oh. Drei Leben sind voll wenig. Naja, was will man tun? Jetzt sind wir in der Ebene mit Mums Herz. Und Mums Herz wird uns wahrscheinlich töten. Hoffentlich nicht. Hoffentlich besiegen wir den so schnell. Jo, nee, mache ich nicht. Könnt mich mal. Ja gut, genug Schlüssel haben wir ja. Natürlich trifft er uns. So. Oh Mann, 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 oh Mann. Ich will hier nicht mehr sein, ganz ehrlich. Drei Leben sind einfach viel zu wenig. Was will man mit drei Leben machen? Da muss man voll aufpassen. Ich hasse es, wenn ich doll aufpassen muss. Jo, spawn einfach genau vor mir. Hi. Okay, merken wir uns wirklich. Das wird ja sogar weiß angezeigt. Oh, schön. Schön, schön, das merken wir uns, das merken wir uns. Das ist ein weißes Herz. Merken, Desi, das merkst du dir gefälligst. Nee, du merkst dir das nicht. Und die Maske. Juhu. Weniger Damage von vorne. Wollen wir einfach dem was geben? Komm, wir geben dem was. So. Und er gibt uns einfach gar nichts dafür. Dann darfst du sterben, kleiner Bettler. Und gibt uns... Oh, ein Nestteil.
I remember these. Ja, schön. Und hallo, Mutters Herz. Wie geht's dir heute? Wenn wir die Gegner ganz schnell töten, dann bleibt sie ja die ganze Zeit unten, nicht wahr? Oh, wir machen ganz schön viel Schaden. Das ist ja super schön. Geh wieder in die Mitte, danke. Okay. Los, lad auf. Nein, nein, nein. Oh, gut. Nicht mal ein Leben verloren. Drei. Wir haben drei Errungenschaften. Lost Baby, Anus und Solar System haben wir bekommen. Nicht mal ein einziges Leben verloren. Wie geil ist das denn bitte? Wie geil ist das denn bitte? Sammeln wir kurz das weiße Herz ein und gucken, wo wir hinkommen. Ne, warte. Wir können nichts weitermachen. Oh nein, wir können nur in die Kiste rein. Da war ja kein Weg nach oben. Und ich habe nicht mal The Devil eingesetzt. Ne, ernsthaft? Nein, wir können nur in die Kiste. Kann man erst in die Kathedrale, wenn man mit dem Charakter, den man gespielt hat, das Mams Herz besiegt hat? Oder muss man Mams Herz 10 Mal besiegen, damit das geht? Oh, ich weiß das alles gar nicht mehr. Aber wir können nur in die Kiste. Das ist ja echt schade jetzt. Na, was ist da drin? Anus! Yeah! Häng dich selber auf, okay! Toll, Isaac. Häng dich doch nicht selber auf! Puh! Wie die da einfach Musik machen, voll cool. Und wieder alle rumzappeln, allgemein. Yay. Der Scheißhaufen. Special Shanks zu dem Scheißhaufen. You unlocked Lost Baby. You unlocked Transcendence. Challenge 6. Oh, wir können eine Challenge machen, Leute. Leute, wir haben eine Challenge freigeschaltet. Lasst uns die Solar System Challenge machen als nächstes. Okay, machen wir das. Ja, ist doch schön. Haben wir eine Challenge freigeschaltet. Haben mit Isaac oh, Windswag 2. Haben mit Isaac das Herz besiegt. Wie man da oben links auf dem Zettel sieht. Und ein Abonnent hat mir gesagt, dass wenn um diese Zeichen diese Umrahmung ist, bei diesem Herz jetzt diese rote Umrahmung, dann heißt das, dass man das in Hard-Modus geschafft hat. Das heißt, wir haben mit Kane einfach im Hard-Modus das Herz und den Satan besiegt. Aber ich frage mich, wann wir denn jetzt endlich mal... Oh, mit Ihnen auch. Wann wir denn jetzt endlich mal in die Kathedrale kommen. Kathedrale kommen, ja. Das frage ich mich. Gucke ich nochmal nach. Dann beim nächsten Mal auf jeden Fall erstmal wieder die Solar System Challenge. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.